Es ist der 25. November 2019. Im historischen grünen Gewölbe in Dresden kommt es zu einem der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands. Mit brachialer Gewalt zerschlagen die Täter die historische Vitrine im Juwelenzimmer des Museums. Die Beute, 21 historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten mit einem Gesamtwert von mehr als 113 Millionen Euro. Das war ja praktisch unvorstellbar, dass man das grüne Gewölbe eindringt und dort etwas stiehlt. Wie sich später herausstellt, gab es eklatante Sicherheitsmängel im und am Residenzschloss. Die Kameras waren veraltet, das Vitrinenglas zu schwach, das Einstiegsfenster lag in einem toten Winkel und es waren zu wenige Wachleute im Dienst. Die Täter waren schon im Vorfeld mehrfach vor Ort, um das Museum auszuspionieren. Sie sprang am späteren Einstiegsfenster hoch, um zu checken, ob das Sicherheitssystem reagiert. Überwachungsvideos hielten dies sogar fest. Es war wie Slapstick, ja. Man sah die Akteure über die Mauer klettern, 8 Minuten, einmal auch ungefähr 40 Minuten später wieder zurückkommen. Also vor dem Einbruch hat es 4 Überstiege von mehreren Personen gegeben und keinem Wachmann ist etwas aufgefallen. Die Spur der Ermittler führt ins Berliner Clan-Milieu zum berüchtigten Remo-Clan. Ein Jahr nach dem Einbruch werden die ersten 3 Verdächtigen, die diesem Clan angehören, festgenommen. In den folgenden Monaten klicken die Handschellen noch ein paar Mal. Im Mai letzten Jahres dann das Urteil. Haftstrafen zwischen 4 und 6 Jahren für 5 Männer aus dem Remo-Clan. Relativ mild. Und 3 der Verurteilten sind nach wie vor auf freiem Fuß. Sie müssen ihre Strafe erst später antreten. Denn die Justiz hat einen Deal mit den Straftätern geschlossen. Haftverschonung gegen eine Teilrückgabe der Beute. Sie fragen, ob das ein Erfolg für die Justiz gewesen ist. Also das möchte ich nicht kommentieren. Also einmal schön, die Preziosen sind wieder da. Aber sie waren zerschlagen, zerschunden, zerrissen, zerbeult. Und einige der wichtigsten Schmuckstücke wie diese Brustschleife oder das Brillantkollier der Königin fehlen nach wie vor. Noch unrestauriert und in dem Zustand, wie die Diebe die Beute zurückgaben, werden die Juwelen seit heute wieder in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden gezeigt. Und unser Reporter Tobias Bader war heute für uns im grünen Gewölbe in Dresden und durfte ganz nah ran an den sächsischen Staatsschatz. Ja, sie sind auf jeden Fall wieder hier. Die Juwelen liegen hinter uns in der Vitrine. Nicht alle, die gestohlen worden sind. Und als absoluter Laie, als jemand, der noch nie hier war, würde ich sagen, sie funkeln auf jeden Fall ganz genauso, wie sie auch vor dem Diebstahl, vor dem Raub gefunkelt haben. Aber der Teufel steckt wie so häufig im Detail, denn ganz genau so ist es nicht. Aber die Details können wir klären mit Dr. Marius Winzeler. Er ist der Direktor des Grünen Gewölbes hier in Dresden. Herr Winzeler, vielleicht erstmal die Frage so rum. Wie froh sind Sie, dass Sie wieder hinter uns funkeln? Ja, natürlich sind wir alle sehr, sehr froh und glücklich, weil wir schon lange diesen Tag erwartet haben, dass wir auch die zurückgekehrten Juwelen wieder zeigen können, dass man sie sichtbar macht und dass man die Möglichkeit hat, hier vor den Originalen zu stehen und sie zu sehen. Eben auch gerade, dass man auch erkennen kann, dass sie wieder funkeln, dass sie also nicht so ramponiert sind, dass es ein Schreckensbild ist. Ein Schreckensbild ist es auf gar keinen Fall, aber Sie haben auch schon gesagt, Sie sind nicht mehr so, wie Sie davor waren, denn Sie sind hier rausgerissen worden. Also würde ich mit bloßem Auge erkennen, dass die beschädigt sind? Ja, man kann es natürlich sehen. Wir wollen auch gar nichts vertuschen. Es ist so, dass wir die Juwelen so arrangiert haben, ungefähr wie sie vor dem Einbruch in der Vitrine lagen. Aber man sieht jetzt doch im Unterschied, dass eben bei einigen Stücken kleine Abstände zwischen Einzelteilen bestehen, weil sie eben nicht mehr als Ganzes zusammenhängend hier sind. Aber glücklicherweise sind die Stücke so weit komplett, dass wir sie auch wieder so als Ganzes zeigen können. Es fehlen also kaum Originalteile. Auch bei einigen Lücken, die jetzt sichtbar sind, bei einem Stern, wo ein Stein fehlt, ist es so, dass wir diesen Stein haben, aber noch nicht wieder einsetzen konnten, denn das wäre schon wieder ein Eingriff gewesen, jetzt auch in die Substanz, und das konnten wir jetzt bisher noch nicht tun, denn immer noch gilt auch, dass diese Stücke noch unter der Obhut des Gerichtes sind. Okay, da darf man also noch nicht ran. Jetzt haben Sie mir gesagt, Sie sind heute Morgen erst fertig geworden, tatsächlich alles wieder einzusortieren in die Vitrine. Wie herausfordernd ist das, die Stücke wieder so zu platzieren?
Ja, das war eine Arbeit der Restauratorinnen und Restauratoren der Werkstatt des Grüngewölbes, die minutiös eben jedes Stück dann wieder arrangiert haben und befestigten, dass sie eben jetzt auch halten auf dieser Platte. Das dauerte schon einige Stunden und deswegen ja, sind wir sehr froh, dass jetzt die Vitrine auch wieder so weit komplett geworden ist. Ja, vielen Dank, Herr Winzeler, für die Eindrücke, für die Informationen auch zu der Arbeit an den Juwelen hinter uns leuchten Sie. Und wenn ich es richtig verstanden habe, können wir einmal ganz oben hier auf diesen Stern blicken. Da sehen wir nämlich, dass ein Stein fehlt. Ich hoffe, das ist zum Beispiel einer dieser Steine. Und alle, die eben herkommen wollen, ab morgen ist das wieder möglich. Die können dann ja vielleicht auch so ein bisschen auf Detektivarbeit gehen und mal gucken, welche Stücke vielleicht nicht ganz so aussehen wie vorher.